Hallo liebe Gäste und Freunde vom Alpencamping Mark. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid alle gesund. Wir haben uns gedacht, dass wir euch in dieser speziellen, außergewöhnlichen Zeit einen kulinarischen Gruß aus unserer Heimat Tirol schicken. Ich werde für euch einen Kaiserschmarrn zubereiten. Ich habe für euch die Zutaten schon vorbereitet. Das Mehl, ein Universalmehl, Kristallzucker mit Vanillezucker, eine ganze Zitrone, die Zitronenschale wird fein gerieben, ein Glas Milch, Rosinen eingelegt in Rum. Man kann den Kaiserschmarrn natürlich mit Rosinen oder ohne Rosinen machen, heute machen wir ihn ohne Rosinen. Butter, Salz, Staubzucker, Apfelmus, Zwetschgenröster, 4 Eier. Die 4 Eier werden getrennt in Eidotter und Eiklar. Ihr müsst unbedingt noch dranbleiben. Am Ende vom Video gibt es noch eine kleine Überraschung für euch. Wir starten mit dem Eiklar. Schlankes Eiklar fest. Wir machen den Test, ob der Eiklar fertig ist. Er soll nicht rausfallen. Wir schlagen die Eidotter auf. In den Zucker habe ich einen Vanillezucker gegeben. Den Zucker gibt man nicht ganz am Anfang dazu, sondern man schlägt den Eidotter ein wenig auf und rieselt ihn langsam dazu. Als nächstes geben wir einen Teil der geriebenen Zitrone hinein. Ein wenig Mehl, aber nicht alles auf einmal. Teil von der Milch. Jetzt geben wir die Flüssigkeit in den Schnee hinein. Wir rühren es leicht unter die Masse, so dass die Bläschen vom Eisschnee nicht kaputt werden. Und dadurch erhalten wir eine luftig leichte Masse. Nun geht es zum Endprodukt noch mit einer Prise Salz. Rühren wir noch unter. Eine kleine Historie zu unserem Kaiserschmarrn. Der Leibkoch des Kaiserehepaares versuchte, eine luftige und leichte Nachspeise zu kreieren und servierte diese Sissi und Franz. Nachdem die Kaiserin Sissi derart begeistert war und nur mehr davon schwärmte, ist er danach zu ihrer Lieblingsspeise geworden. Und so entstand natürlich der Name Kaiserschmarrn. Jetzt zerreißen wir den Kaiserschmarrn in kleine Stücke. Nun können wir den Kaiserschmarrn am Teller anrichten. Wir geben natürlich noch den Zwetschgenröster, das Apfelmus und fertig ist das kaiserliche Gericht. Herr Leopold, ich habe Hunger. Eure Majestät, ich komme schon. Hier. Vielen Dank. Kaiserschmarrn. Wie war Ihr Tag? Sehr angenehm. Zwetschgenreste. Danke. Hier extra frische Milch. Von der Kuh? Na, von was sonst? Hier. Lassen Sie sich schmecken, Eure Hoheit. Dankeschön. Herr Leopold, Sie sind heute sehr unkonzentriert. Soll ich das selber machen? Meine Hoheit, Verzeihung. Bitte nicht dem Kaiser sagen. Ist so recht? Ja. Danke sehr.
Und wenn Sie noch brauchen, Sie brauchen nur läuten. Danke sehr. Guten Appetit. Vielen Dank. Vorzüglich. Und am Ende wünschen wir euch noch viel Erfolg und Spaß beim Nachkochen und vor allem ein herzliches Lasst es euch schmecken oder einfach Eats makelig. Natürlich freuen wir uns auf ein Wiedersehen bei unserem Alpencamping Marc im wunderschönen Tirol.